Ja, und über die schwierige Situation in Duisburgs Hotels sprechen wir jetzt mit Thorsten Hellwig. Er ist Pressesprecher des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands NRW und ist uns jetzt per Skype zugeschaltet. Guten Abend, Herr Hellwig. Guten Abend, schönen Gruß nach Duisburg. Dankeschön. Ja, wir haben gerade schon die Situation eines Duisburger Hotels gesehen, ja, die gerade alles andere als rosig aussieht. Der Hotelbesitzer spricht von 15 statt 110 Gästen. Wie schätzen Sie gerade generell die Situation in Duisburgs Hotels oder im Ruhrgebiet ein? Wie existenziell bedroht ist deren Lage? Er ist leider Gottes nicht der Einzige. Also wir sind mit einer Situation konfrontiert, wie wir sie noch nie erlebt haben. Wir haben Umsatzausfälle in der Vergangenheit gehabt, die lagen häufig um die 90% und mehr. Manche Betriebe haben die Betriebstüren tatsächlich geschlossen, auch wenn sie dazu nicht verpflichtet waren in der Hotellerie, weil sie Geschäftskunden durchaus noch hätten empfangen können. Aber es ist so wenig los, die Messen finden nicht statt. Es gibt ganz wenig Geschäftsreiseverkehr, es gibt keine Tagung und das alles zusammengenommen verschlechtert oder hat die Situation in der Hotellerie so verschlechtert, in Gastronomie, im Catering-Bereich im Übrigen auch, dass das Geschäft nahezu zum Erliegen gekommen ist und jetzt läuft es langsam wieder an mit jeder Lockerungsmaßnahme. Die Wirtschaft kommt auch wieder langsam ins Rollen, aber die Situation ist trotzdem noch sehr, sehr sehr, sehr schwierig für die komplette Branche und die Lockerungen bringen auch neue Probleme mit sich. Und mit den Problemen sind eben Gastronomen und Hoteliers auch konfrontiert. Ja, jetzt würde man ja eben meinen, ich meine, seit 2 Wochen dürfen Hotels eben nicht mehr nur für Geschäftsleute, sondern eben auch für die Touristen wieder öffnen. Da würde man ja meinen, dass die Hotels erleichtert sind, wieder loslegen zu können, sage ich mal. Aber eigentlich bringt denen das gerade in Duisburg nicht so viel. Vielleicht müssen sie sogar eher mit Verlusten rechnen. Warum? Was ist hier das Problem? Diese Lockerung, die sehen wir mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Das lachende Auge besteht darin, dass wir natürlich froh darüber sind, wieder mehr Gäste begrüßen zu dürfen oder überhaupt alle Gäste wieder begrüßen zu dürfen. Dass es keine Beschränkungen mehr gibt, ob das jetzt ein Privatgast ist oder ein Geschäftsgast. Also darüber freuen wir uns. Wir sind ja Unternehmer, wir sind Hoteliers, wir wollen mit Gästen zu tun haben. Aber leider kommen die nicht so, wie wir uns das erhoffen, respektive wie wir das aus der Vergangenheit kennen. Und Duisburg, das Ruhrgebiet und auch andere Teile Nordrhein-Westfalens, die sind sehr stark Geschäftsreise orientiert und geprägt. Das heißt, die allermeisten Gäste kommen normalerweise als Businessgäste zu uns. Und da ist es relativ egal, ob Privatgäste jetzt auch noch in Duisburg oder in anderen Städten übernachten dürfen, weil die eben nicht kommen. Das ist für tourismusgeprägte Destinationen wie das Hochsauerland vielleicht oder die Eifel oder auch am Niederrhein teilweise, ist das von einer anderen Bedeutung als bei uns in den Ballungszentren, wo der Geschäftsreiseverkehr eben ganz, ganz viel ausmacht. Und da hat sich in den letzten Tagen ein bisschen was getan. Es wird ein bisschen besser, aber es ist eher in homöopathischen Dosen feststellbar und nicht in Größen, dass wir sagen, hey, jetzt geht es wieder richtig gut und jetzt fängt es wieder richtig an zu laufen. Eben weil hauptsächlich ja nur Businessleute nach Duisburg kommen, hat Thomas Schenkel jetzt eben in dem Beitrag gesagt, dass ja an der Tourismusschraube in Duisburg unbedingt gedreht werden muss, damit eben nicht nur Geschäftsleute, sondern auch mehr ja, Touristen nach Duisburg kommen und die Hotels besuchen. Würden Sie das so unterschreiben? Wäre das die Maßnahme, die Duisburg treffen kann, um die Hotels aus der unsicheren Lage ein bisschen herauszuholen? Den Privattourismus anzuschieben, ist mit Sicherheit eine Maßnahme, die man ergreifen kann. Aber wir sollten uns nichts vormachen, all das wird nicht reichen. Wir machen aus Duisburg jetzt binnen weniger Wochen kein Venedig. Das wird nicht funktionieren. Wir haben den Geschäftsreiseverkehr normalerweise, da ist die Struktur auch ausgerichtet. Und wir werden nicht umhin können, wenn wir diese Situation irgendwie mit Anstand und halbwegs ordentlich überleben sollen, dass wir staatlicherseits Unterstützung bekommen. Es wird nicht reichen, den Privattourismus anzuschieben. Es wird in touristisch geprägten Regionen nicht reichen, noch mehr Geschäftsreiseverkehr dorthin zu bringen. Wir brauchen staatliche Unterstützung. Das lässt sich anders nicht darstellen. Die Umsatzverluste sind so immens. Und jetzt auch nach den Lockerungen. Jetzt haben wir vielleicht nicht mehr 90%, jetzt haben wir 70% Umsatzverluste. Aber wenn Sie normalerweise maximal 20, 30% überhaupt überleben, dann sind die Lücken sind so groß und immens, dass es aus dem normalen Geschäft
was sich jetzt für die nächsten Monate auch abzeichnet, einfach nicht zu decken sind. Deshalb brauchen wir die Unterstützung des Staates. Minister Altmaier hat ja was angekündigt, dass Betriebe bis 249 Mitarbeiter von Juli bis Dezember finanziell unterstützt werden sollen unter bestimmten Voraussetzungen. So etwas in der Art brauchen wir und wir brauchen es sehr, sehr schnell. Jetzt ist es gerade etwas schwierig, in die Zukunft zu blicken. Vielleicht könnten wir das trotzdem mal zum Ende versuchen. Wie blicken Sie in die Zukunft der Hotels und oder wie lange dauert es noch, bis sich die Lage wieder etwas stabilisiert? Können Sie da schon eine Aussage treffen? Die Lage wird sich dann stabilisieren, wenn der Geschäftsreiseverkehr sich wieder in eine Richtung bewegt, wie wir sie aus der Vergangenheit kennen. Da bin ich zugegebenermaßen ziemlich skeptisch, dass das in diesem Jahr noch wirklich gut werden wird. Die Messen werden reihenweise abgesagt, da hängt viel Geschäft dran. Und wir werden eine Belebung bekommen, wenn jetzt nicht noch eine zweite Welle über uns hereinbricht. Das wird dazu führen, dass wir uns auf einem niedrigen Niveau stabilisieren, aber das wird eben nicht ausreichen. Und weil das nicht ausreichen wird, und das kann ich recht verbindlich sagen, brauchen wir die finanzielle Unterstützung, ohne die es nicht gehen wird. Der Staat muss da eingreifen und dann haben wir die Perspektive, dieses Tal der Tränen, und das ist ein sehr tiefes und breites Tal leider Gottes, das wird mit Sicherheit noch einige Monate so zu durchschreiten sein. Und bis dahin müssen wir irgendwie überlebensfähig gemacht werden. Und dazu brauchen wir auch den Staat. Dann hoffen wir, dass die Hotels sich danach schnellstmöglich von dieser Krise wieder erholen werden. Dankeschön für Ihre Einschätzung, Herr Hellwig. Vielen Dank nach Duisburg. Alles Gute. Danke.